In einer gemeinsamen Kampagne mit Unternehmen, Organisationen, Spitzensportlern und dem Land Kärnten wird das Thema Gewalt in der Erziehung in den öffentlichen Fokus gerückt. In Kärnten leben ca. 91.000 Kinder und nach wie vor erleben ca. 23.000 Kinder Gewalt. Das ist jetzt nicht nur die körperliche Gewalt, auch die seelische, die psychische Gewalt. Einen wichtigen Beitrag in der Gewaltprävention leisten dabei die Eishockeyspieler des KAC und des VSV. In Workshops wurden unter anderem persönliche Botschaften für einen Videospot gegen Gewalt erarbeitet. Die Sportler sind Idole, sind Vorbilder. Das, was die Sportler sagen, das zählt für die Fans, das nehmen sie ihnen ab. Natürlich ist das sehr wichtig. Ich habe selber zwei Kinder und ich bin gegen Gewalt, überhaupt gegen meine Familien. Naja, die Kinder können sich nicht wehren, also das ist mehr wie unfair. Und wenn dann der Sportler sagt, ich stehe dahinter, Gewalt hat keinen Platz, dann ist das Ganze ein großes Superstatement und sehr wichtig. Die Kampagne wird bis Herbst 2020 einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Alle Informationen, Hilfestellungen und Anlaufstellen gibt es auf der Webseite kinderschutz.ktn.gv.at.